Lieber Herr Schrenk, lieber Herr Krug, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem vierten Abend der Reihe oder Serie Was ist der Mensch? Heute, woher kommt der Mensch? Und wir haben einen ganz kompetenten Referenten. Ich freue mich, Herr Schrenk, dass Sie nach Mainz gekommen sind oder wieder einmal nach Mainz gekommen sind. Ich freue mich aber auch, dass Sie, Herr Krug, heute da sind. Professor Krug brauche ich Ihnen eigentlich nicht vorstellen. Viele kennen ihn, trotzdem ein paar Worte zu seinem Werdegang. Das Studium war exquisit, würde ich sagen. Und zwar ein Spannungsverhältnis zwischen Mathematik und Theologie. Zwischen 1975 und 1981 studiert in Würzburg und in Paris. Es hat dann nicht die Naturwissenschaft das Rennen gemacht, sondern die Theologie. Von 85 bis 95 war Herr Krug wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für christliche Sozialwissenschaften der Katholischen Fakultät in Würzburg. Vor dieser Zeit und in dieser Zeit fielen langjährige Auslandsaufenthalte in Mexiko, bei denen es um Probleme der Entwicklungsländer ging. Und ich glaube, das war die Basis für seine profunde Kenntnis der Probleme in Entwicklungsländern, auch für sein Engagement für diese Länder. In dieser Zeit in Würzburg, also 85 bis 95, fiel natürlich auch die wissenschaftliche Karriere, also Promotion, Habilitation, Ernennung zum Privatdozenten und schließlich zum außerplanmäßigen Professor. Mit der Habilitation ist die sogenannte Lehrbefugnis verknüpft. Und ich habe den Eindruck, alle haben nur gewartet, dass Sie diese Lehrbefugnis haben, denn Sie haben eine unendliche Reihe von Lehraufträgen und Gastdozenturen im In- und Ausland übernommen. Die Zahl ist für mich ein Hinweis auf die Qualität, und diese Qualität hat sich auch in Mainz bewährt, denn Ihnen wurde der Preis der Lehre von der Johannes-Gutenberg-Universität dann, als Sie hier waren, übergeben. Nach der Tätigkeit in Würzburg folgte der Ruf als Direktor, der Berufung zum Direktor der Katholischen Akademie für Jugendfragen. Das ist eine bundesweite Förderungseinrichtung für Fachkräfte der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit. Das ist in Düsseldorf, das waren sie 5 Jahre. Dann erfolgte die Berufung an das Institut, Forschungsinstitut für Philosophie an der Universität Düsseldorf 2000. Und diese Aufgabe haben sie bis 2009 übernommen. Ab 2006 in Personalunion mit einer Professur für christliche Anthropologie und Sozialethik, worauf Sie eben 2006 hier an der Universität berufen sind. Ab 2009 war dann die Haupttätigkeit hier in Mainz, und Sie waren von 2012 bis 2014 Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät bzw. des Fachbereichs Theologie. Es ist klar, dass jemand mit diesem Werdegang, mit diesen Kenntnissen überall gebraucht wird und an vielen Institutionen mitarbeitet. Das will ich Ihnen nicht alles erzählen. Am sympathischsten ist mir aber, dass Professor Krug für die Belange der medizinischen Gesellschaft immer offen ist. Und es ist der zweite Zyklus, den wir gemeinsam jetzt vorbereitet und organisiert haben. Mir fällt immer wieder auf sein profundes Wissen, die vielen Ideen und die vielen Menschen oder Experten, die er kennt und die ihn wiederum kennen. Und das macht natürlich die Organisation so einer Veranstaltung extrem einfach. Ich danke Ihnen sehr für dieses Engagement für unsere Gesellschaft. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit sich genommen haben, und darf Sie nun bitten, die weitere Leitung des Abends zu übernehmen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen recht schönen guten Abend auch von meiner Seite und vielen Dank für diese überaus freundliche Vorstellung. Ist mir fast ein bisschen peinlich, weil ich nämlich, um Herrn Professor Schrenk vorzustellen, mir gar nicht so viel aufgeschrieben habe, wie Sie jetzt zu mir gesagt haben. Es freut mich, dass ich heute dabei sein kann. Wir haben das ja ein bisschen gemeinsam geplant, diese Reihe. Die letzten Termine war ich leider jeweils verhindert. Das ist das erste Mal, dass ich heute da bin. Das freut mich, dass das geklappt hat.
Wir nähern uns heute der Frage, was ist der Mensch, durch Antworten auf die Frage an, woher kommt der Mensch? Und das ist sowohl historisch als auch geografisch und biologisch gemeint. Wie sind wir als Menschen entstanden? Wie sind wir geworden, was wir sind? Wir haben eine lange zurückreichende Geschichte der Menschwerdung. Wir kommen alle aus Afrika. Wir haben sozusagen alle einen afrikanischen Migrationshintergrund. Zu diesem Thema haben wir eine wirkliche Koryphäe gewinnen können, Herrn Professor Dr. Friedemann Schrenk, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Was Details angeht zu seinem Werdegang, auch zu seinen Publikationen und seinen vielfältigen Aktivitäten, verweise ich Sie gerne auf die Webseite des Senckenberg-Forschungsinstituts bzw. des Senckenberg-Museums in Frankfurt und natürlich auf Wikipedia. Herr Kollege Schrenk studierte Geologie, Paläontologie, Zoologie, Anatomie und Anthropologie in Darmstadt und in Johannesburg in Südafrika. 1985 legte er sein Diplom in Geologie ab, 1987 promovierte er in Zoologie und machte dann 1994 seine Habilitation im Fach Paläontologie. Seit dem Jahr 2000 ist er Leiter des Forschungsinstituts Senckenberg in Frankfurt und hat zugleich eine Professur für die Paläobiologie der Wirbeltiere an der Universität Frankfurt. Für Paläontologen und entsprechende benachbarte Wissenschaften, die sich mit der Geschichte der Menschwerdung beschäftigen, sind natürlich Knochenfunde von großer Bedeutung. Herrn Kollegen Schrenk ist ein ganz bedeutsamer Fund gelungen, nämlich ein Unterkiefer des Homo rudolfensis, ich muss immer nachgucken, der vor etwa 2 Millionen Jahren lebte. Darüber werden wir gleich sicherlich noch mehr hören. 2006 erhielt Kollege Schrenk den mit 50.000 Euro dotierten Kommunikatorpreis. Den bekommen Menschen, denen es besonders gut gelingt, wissenschaftliche Ergebnisse, auch schwierige wissenschaftliche Einsichten, gut zu kommunizieren. Und wir werden gleich sehen, wie gut er das tatsächlich kann. Und im Sommersemester 2012 war er Inhaber der 13. Johannes-Gutenberg-Stiftungsprofessur unserer Universität hier in Mainz. Bevor es jetzt gleich richtig losgeht, habe ich noch 2 Vorbemerkungen sozusagen in eigener Sache zu machen. Meine Professur hier an der Katholisch-Theologischen Fakultät trägt ja die Bezeichnung Professur für christliche Anthropologie und Sozialethik. Hier ist Anthropologie natürlich nicht im naturwissenschaftlichen Sinne gemeint, sondern es geht um eine philosophische bzw. theologische Anthropologie. Und das ist durchaus etwas anderes. Wir machen uns also keine Konkurrenz, obwohl es sicherlich interessant wäre, auch über die unterschiedlichen Perspektiven dieser verschiedenen Anthropologien miteinander ins Gespräch zu kommen. Am 3. Mai 2017, das können Sie in dem Programm dieser Reihe sehen, werde ich ja auch die Gelegenheit haben, zum christlichen Menschenbild einen eigenen Vortrag zu halten. Und die 2. Vorbemerkung betrifft eine kurze Passage auf dem Flyertext. Dort ist ja davon die Rede, dass Adam und Eva am 6. Tag erschaffen worden seien, nach dem Schöpfungsbericht in Genesis 1. Und ich möchte doch betonen, auch als Theologe, dass man das natürlich nicht allzu wörtlich nehmen darf, denn diese Schöpfungsberichte gehören zur literarischen Gattung eines Mythos oder einer Legende und sind sicherlich kein wissenschaftlicher Fachartikel. Wir haben zudem 2 Schöpfungsberichte in Genesis 1 und Genesis 2, die durchaus verschieden sind. Der 2. dieser beiden Schöpfungsberichte hat auch kein Tagesschema. Da wird die Schöpfung gar nicht in diese Tagesfolge hineingebracht. Und es ist ganz offensichtlich, dass beim 1. Schöpfungsbericht dieses Tagesschema eben der Rechtfertigung des 7. Tages, des Sabbat, als Ruhetag gilt. Das ist das eigentliche Anliegen dieses Schöpfungsberichts und dieser Rhythmisierung in die 6 bzw. 7 Tage. Ich vermute, oder viele Exegeten vermuten, dass auch den Verfassern damals schon klar war, dass diese Schöpfungstage mit unseren heutigen Tagen vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Denn im Schöpfungsbericht wird ja berichtet, dass die Sonne, ohne die es ja keinen Tag-Nacht-Rhythmus gäbe, beziehungsweise die Erddrehung und dann die Einstrahlung der Sonne, die Sonne wird erst am 4. Tag erschaffen. Ja, also kann es bei den Tagen vorher gar nicht um unsere üblichen Tage gegangen sein und man sollte deswegen nicht zu schnell einen Gegensatz konstruieren zwischen dem biblischen Schöpfungsbericht und seiner Aussageabsicht und einer naturwissenschaftlichen Analyse der Geschichte unseres Universums und unseres Planeten. So, damit mag es aber genug der Vorbemerkungen sein und ich bitte Sie, Herr Schrenk,
um Ihren Vortrag. Wir sind sehr gespannt, was Sie uns vortragen werden. Und wie immer hilft der eine dem anderen bei der Installation des Mikrofons. Gut, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jünginger, für die Einladung. Vielen Dank, Herr Kröp, für die Einführung. Und also ich muss sagen, ich bin nicht der Leiter des Forschungsinstituts Senckenberg. Das wäre ja furchtbar. Ja, also da gibt es einen Generaldirektor. Ich leite da schon irgendwas, aber nicht das ganze Institut. Sonst käme ich nämlich nicht mehr zur Forschung. Ja. Gut, was Sie eben gesagt haben, Schöpfungsgeschichte ist durchaus interessant für uns, weil wir fragen nämlich schon seit vielen Jahren unsere Kollegen und Freunde und Mitarbeiter in Afrika, wie lange hat einer von Gottes Tagen gedauert, als er die Welt erschaffen hat? Es ist ja letztendlich so, dass wenn einer von Gottes Tagen vielleicht 2 Milliarden oder 1 Milliarde Jahre war, dann passt das eigentlich schon ganz gut. So, deswegen geht es bei uns um Zeiträume, das will ich gleich am Anfang sagen, die sind natürlich, wir können das nur in Generationen erfassen. Also wir reden jetzt bei der Frage, woher kommt der Mensch, wir haben gesagt historisch, biologisch und geografisch, ja, das sind genau die Fragen. Wir reden aber von einem Zeitraum von ungefähr 300.000 Generationen, ja, das sind also ungefähr 6 Millionen Jahre. Und wir können uns natürlich nicht erinnern an die 300.000 Generationen, das ist eigentlich unsere Hauptherausforderung. Wir können uns erinnern an die Elterngeneration, Großeltern, Urgroßeltern, aber dann hört es schon auf. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen an die Ururgroßeltern erinnert, aber da haben wir keine, wenn das weiter zurückgeht, haben wir keine persönliche Beziehung. Deswegen denken wir manchmal, das kann nicht sein, aber natürlich kann das sein. Das sind eben Zeiträume, in denen wir nicht denken und in denen wir nicht fühlen, aber wir können sie erforschen. Und das ist eigentlich das, was ich Ihnen erzählen möchte über 300.000 Generationen Mensch. Ja, das sind ungefähr 6 Millionen Jahre. Also wir rechnen die Generation mit 20 Jahren. Heute rechnen wir mit 30 Jahren pro Generation. Und wir haben aus dieser Zeit einige Fragmente. Das sind im Wesentlichen Knochen und Zähne. Ja. Warum? Weil das die härtesten Bestandteile des Körpers sind. Ja. Also Haare und Blutgefäße und Nerven und Gehirn, das fossilisiert alles nicht. Sozialverhalten fossilisiert auch nicht, also Sprache fossilisiert nicht. Ja. Das heißt, auch Freude oder Angst fossilisieren nicht. Ja. Das heißt, wir haben eben nur diese Bestandteile des Körpers, die eben die härtesten Bestandteile sind, Knochen und Zähne. So, das heißt, erstens mal haben wir nur Fragmente zur Verfügung. Das ist der eine Punkt dieser ehemaligen Lebewesen und eben nicht die Lebewesen komplett. Ja. Und der zweite Punkt ist, wir haben nur ganz wenige. Ja. Wir haben also pro 100 Generationen vielleicht ein Fragment. Ja. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sich vorstellen, Sie würden die Geschichte Mitteleuropas der letzten 2000 Jahre rekonstruieren mit, was weiß ich, einer Gürtelschnalle eines römischen Legionärs in einer Coca-Cola-Dose, ja, dann wissen Sie ungefähr das, was wir machen. Ja. Das heißt also, es geht eben bei uns im Wesentlichen um logische Zusammenhänge, um Wahrscheinlichkeiten. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Diese Fossilien, die wir finden, die interpretieren sich ja nicht selbst. Ja, wer schon mal von Ihnen ein Fossil gefunden hat, weiß ich nicht, also kann man ja finden. Auch hier in der Gegend, im Mainzer Becken, ja, schöne Fossilfundstellen. Ja, und wenn Sie das finden, diese Fossilien, die sind völlig stumm. Ja. Die sagen ja nichts, hängt ja auch kein Zettel dran, ich war jetzt das und das oder ich war ein Urmensch oder so. Das heißt also, wenn wir diese Fossilien interpretieren, dann stecken wir ja unsere eigenen Annahmen da hinein, um sie zu interpretieren. Ja? Mit anderen Worten, das, was ich Ihnen hier erzähle, das kann nicht richtig sein. Ja? Es kann auch nicht falsch sein. Ja? Es kann eben nur wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sein, im Sinne einer Hypothese, im Sinne eines Weltbildes. Und das ist ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Ja? Und Sie wissen auch vielleicht, wenn man rekonstruiert, ja, natürlich, man kann mit viel Fantasie anfangen und natürlich wird die Fantasie kanalisiert irgendwo, ja, durch Dinge, die man halt weiß. Ja, dazu gehört bei uns, gehört in unserem Fall eben das wissenschaftliche Weltbild, aber es gibt noch viele andere Weltbilder, die da einfließen können. Ja, es gibt religiöse Weltbilder, kulturelle Weltbilder, politische Weltbilder, ja, die, gerade wenn es um den Menschen geht, ja, da war das immer ein Riesenthema und es ging sogar so weit, es gab, ich weiß nicht, ob man das Licht ein bisschen ausmachen kann, weil Sie sehen das überhaupt nicht.
So, wird schon besser. Also es gab sogar schon Fälschungen, ja, zu dem Thema, woher kommt der Mensch. Ja? Aber ich will Ihnen eigentlich nur kurz sagen, wie ich das meine mit der Interpretation. Gucken Sie sich mal diese Briefmarke an. Das ist eine Briefmarke aus Österreich. Darauf ist zu sehen ein Lindwurm. Ja? Das ist der Klagenfurter Lindwurm, steht in Klagenfurt vor dem Stadthaus, wurde dort hingestellt im 17. Jahrhundert. Und warum? Weil man in Klagenfurt einen Schädel gefunden hat. Ja? Und zwar diesen hier. Dieser Schädel wurde da gefunden, übrigens schon im 12. Jahrhundert. Ist angeblich, hat was mit der Stadtgründungslegende zu tun. So, jetzt hat man den Schädel gehabt und man war im Mittelalter. So, und das Weltbild im Mittelalter war, dass es Drachen gab. Ja? So, gab ja auch Bücher über Drachen, wie viele Drachen es gab, wie die sich vermehrt haben und so weiter. So, und natürlich hat zu dieser Zeit dieser Schädel für nichts anderes gepasst als für einen Drachen. Ja? Deswegen hat man den rekonstruiert. Heute, ja, rekonstruieren wir diesen Schädel als was völlig anderes, nämlich als ein Wollnashorn, ja, wie es in der Eiszeit in Mitteleuropa vielfach gelebt hat. So, und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Jetzt sagen wir, ach, das, was Sie damals rekonstruiert haben, das war ja alles falsch. Nein, es war natürlich nicht falsch, sondern es war damals höchstwahrscheinlich. Ja. Unsere Rekonstruktion heute ist auch nicht etwa richtig, sondern sie ist eben wahrscheinlicher in unserem heutigen wissenschaftlichen Weltbild. Ja. So, und deswegen, ja, können die Antworten, die ich gebe, nicht richtig sein und nicht falsch. Ja. Das, in dem Sinne habe ich das gemeint. Und letztendlich entwickelt sich Wissenschaft weiter. Wir haben viele Fossilien, die heute anders interpretiert werden. Das sind dieselben Fossilien. Die gibt es immer noch, die werden nur anders interpretiert. Ja. Mit anderen Worten, wenn es also um den Menschen geht, ja, das wollte ich noch dazu sagen, dann kommen noch viel mehr Einflüsse rein. Ja. Wie gesagt, kulturelle, religiöse, politische und so weiter. Und das führt sogar dazu oder hat dazu geführt, dass es Fälschungen gab. Hier eine sehr berühmte Fälschung Anfang des Jahrhunderts aus England, 1913. Ja. Also das ist jetzt schon die rekonstruierte Fälschung. Das ist nämlich so, da hat man in einem Ort namens Piltdown hat man also einen Schädel genommen von einem Menschen, ja, Unterkiefer von einem Menschenaffen, die Zähne wurden so ein bisschen abgefeilt gegenseitig. Das Ganze wurde in eine Kiesgrube getan, ja, gepackt und dort wurde es dann gefunden. Ja, so. Die Wiege der Menschheit, wo die Wiege der Menschheit ist, zwar immer eine Riesendiskussion. Ja, und die Wiege der Menschheit war, muss natürlich in Europa gewesen sein, völlig klar. Wo sollte sie sonst gewesen sein, außer in Europa? Sie ist aber, also mit den ersten Funden 1856 aus Deutschland, ja, war schon mal klar, die Wiege der Menschheit könnte in Deutschland gewesen sein. Ja. Aber dann ist die Wiege der Menschheit weit abgewandert nach Südostasien. Da kamen nämlich Funde aus Java 1891. Und dann musste aber die Wiege der Menschheit zurückgeholt werden, ja, aber natürlich nicht irgendwo nach Deutschland oder Frankreich, sondern nach England. Ja, das steckt hinter dieser Fälschung. Das ist das eine, was dahinter steckt. Das zweite, was dahinter steckt, ist, die Fälschung wurde genauso gemacht, wie man angenommen hat, dass die Menschheit entstanden ist. Nämlich, dass der Beginn dieser ganzen Menschheitsgeschichte ein großes Gehirn war. Ja, das sollten also Vierbeiner gewesen sein, ja, hier angedeutet durch den Affenunterkiefer und so. Und die haben dann ein großes Gehirn entwickelt, haben angefangen zu denken und so ist der Mensch entstanden. Das war das Weltbild und genau so wurde die Fälschung gemacht. Ja. Und deswegen war es dann ein riesengroßer Schock eigentlich für einige, als 1925 dann publiziert, also gefunden 1924, um Weihnachten rum publiziert 1925, ein Fossil aufgetaucht ist von einer völlig unerwarteten Stelle auf der Welt, nämlich aus dem südlichen Afrika. Ja. Und zwar aus einer Fundstelle namens Taung am Südrand der Kalahari. Und der Finder dieses Stückes, Raymond Dart, war ein Neuroanatom. Ja, und dem ist sofort aufgefallen, obwohl das ein Kinderschädel ist, ja, dass dieses Wesen dauernd aufrecht gegangen ist. Ja, woran hat er das gesehen? Am Ansatz des Rückenmarks. Wenn das nämlich da hinten ansetzt, wie bei Menschenaffen, dann ist das ein Vierbeiner. Da setzt es aber nicht an, deswegen mache ich das gleich wieder weg. Es setzt an unter dem Schädel, ja, okay, ein Zweibeiner.
So, und wenn man sich das anguckt, ja, dann ist klar, dass das hier genau das Gegenteil ist der Fälschung auf der anderen Seite. Also die Fälschung hat ja gesagt, es war eine Kombination von einem vierbeinigen Gang mit einem großen Gehirn. Ja? Und dieses Fossil sagt, es war ein zweibeiniger Gang kombiniert mit einem kleinen Gehirn. Ja? So. Und mit diesem Fossil wurde zum ersten Mal klar, dass der Beginn der Menschwerdung eben nicht das große Gehirn war, ja? Sondern der aufrechte Gang. Ja? Aber was viel schlimmer war, und deswegen wurde dieses Fossil völlig ignoriert, mindestens 10, 15 Jahre lang war, dass es aus Afrika kam. Ja? Denn schon Carl von Linné hat eine Einteilung gemacht von Pflanzen und Tieren, ja, in seinem berühmten Werk Systema Naturae. So, das ist die erste Auflage von 1735. Ja. Wenn man die anguckt, da hat er also hier Homo, den Mensch. Ja. Natürlich noch ein paar andere Sachen. Und wenn man jetzt auf der rechten Seite guckt, was da steht, da hat er vier verschiedene Menschentypen, also Homo europaeus, Homo americanus, asiaticus und africanus, ja, mit den Hautfarben dazu, ja, weiß, rot, gelb und schwarz. So, das war die Einteilung von Linné 1734. Jetzt aber kommt die 10. Auflage von Linné 1758. Ja. Jetzt gucken wir uns das mal an, was da passiert ist. Da ist nämlich, ja, da hat er nämlich diese Menschen weiter unterteilt. Ja? Und zwar hat er da diesen Arten, die er beschrieben hat, ja, hat er Wertungen beigegeben. Also Amerikanus, errötend zu rot, cholerisch, aufrecht, aufgerichtet, Haare schwarz, glatt, dick. Das ist die Übersetzung, die deutsche von diesem hier, von dem Lateinischen, was hier steht. Gesicht sommersprossig, mit langem Kinn, fast bartlos, beharrlich, heiter, frei, ja? Beschmiert mit labyrinthischen Linien, von Gebräuchen regiert. Ja? So, hier kommt zum ersten Mal in eine sozusagen, also das ist eigentlich der Beginn, das gab es schon vorher, aber das ist eigentlich der Beginn des wissenschaftlichen Rassismus, wenn man das mal genau betrachtet, denn Linné hat auch für alle anderen Wertungen vorgenommen, ja? Also Europäers zum Beispiel, von erbleichend zu weiß, sanguinisch, muskulös, außerdem Haare blond, lockig, Augen himmelblau, leicht beweglich, scharfsinnig, erfinderisch, vom Gesetz regiert. Ja, so, das ist der europäische Mensch. Sie können sich vorstellen, wie es weitergeht. Also es kommt noch der asiatische Mensch, von dunkel zu blassgelb, melancholisch, steif, zäh, außerdem Haare schwärzlich, Augen dunkel, grausam, ernst, prachtliebend, habsüchtig, und so weiter, von Ansichten regiert. Ja? So, und wenn wir zum afrikanischen Menschen kommen, dann finden wir Folgendes. Schwarz, phlegmatisch, schlaff, Haare, kohlschwarz, verworren, Haut seitenartig, glatt wie Samt, Nase platt, Lippen angeschwollen, Frauen, Finus pudoris, lange Schamlippen, verlängerte Brüste, träge, gleichgültig, mit Fett gesalbt, von der Willkür regiert. So, Linné 1758. Und diese Geisteshaltung, ja, dass letztendlich die Europäer, ja, die höchste Stufe der Menschheit sind, das war der Ausgangspunkt, ja, natürlich auch für die Frage, wo Menschen entstanden sind. Sie konnten nur in Europa entstanden sein, ja. Und Europa, wenn man das anguckt, also sehr viele Philosophen, die werden Sie da kennen. Also wenn man heute liest, ja, was die Herren geschrieben haben, ja, dann kann man sagen, also nach heutigen Maßstäben ist das durchweg rassistisch, ja, alles. Vielleicht mit einer Ausnahme, Georg Forster hat durchaus und auch noch zwei, drei andere, auch Blumenbach und auch andere Anatomen haben durchaus gesagt, okay, die Menschen sind zwar verschieden, aber sie könnten durchaus, also im Laufe der Zeit ähnliche sozusagen Kulturstufen erreichen. Ja? Und
Aber ich will nur noch mal sagen, also das Weltbild in Europa, und das war ja auch dann der Ausgangspunkt für Kolonialismus und alles Weitere, war natürlich, und das steht hier in diesem Lehrbuch von 1848, Europa ist der kleinste, aber der gebildetste Erdteil. Die Europäer übertreffen alle übrigen Völker der Erde an Künsten und Wissenschaft sowie an Macht. Ja? So. Unter dieser Ausgangslage, nochmal, war es klar, dass die Wiege der Menschheit nur in Europa gestanden haben konnte. Ja? Und es gab übrigens nicht nur in England eine Fälschung, es gab auch in Deutschland eine und in Frankreich eine. Also das war ein Wettkampf, wo die Wiege der Menschheit ist. Deswegen war ja, als die ersten Funde aus Afrika kamen 1924, wie ich eben gesagt habe, war das so unglaublich. Erst in den 30er Jahren und in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts kamen dann weitere Funde aus dem südlichen Afrika, die dann schließlich dazu geführt haben, dass in der Wissenschaft ein Umdenken stattgefunden hat. Also zum Beispiel dieser Schädel aus dem südlichen Afrika, aus einer Höhle namens Sterkfontein. Das war ein weiblicher Schädel und hieß Plesianthropus transvalensis und deswegen wurde er Mrs. Ples genannt. Ja? Ja, vor zwei Jahren haben Kollegen, übrigens auch aus Südafrika, eine Veröffentlichung gemacht, Mrs. Ples war ein Mann. Ja, ja, ich habe Ihnen ja gesagt, das kann sich ändern. Also der Schädel ist immer noch derselbe, ja, liegt immer noch im Pretoria Museum. Also, es kamen weitere Funde aus dem südlichen Afrika und die haben einen solchen Knochenkamm hier oben. Ja, sehen Sie das? Ich sage Ihnen nachher, was das zu bedeuten hat. Also das sind weitere Funde aus dem südlichen Afrika, in dem Fall aus der Höhle Swartkrans. Und Sie sehen auch SK48. Also es gibt mehr Hominiden-Forscher als Funde. Ja, deswegen kann man die sich eigentlich alle ganz gut merken. Also wir bezeichnen die auch mit Katalognummern und so weiter. Das sind so wie Individuen, die wir haben. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir haben nicht so viel davon. Zum ersten Mal aus dem östlichen Afrika kamen Funde vom Südrand der Serengeti. Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, das ist ein Fund von Mary Leakey, Olduvai Hominid Nummer 5. Und der war übrigens, bevor er gefunden wurde, der war in lauter Einzelteile zerfallen, da ist nämlich eine Kuhherde drüber getrampelt, musste dann wieder zusammengeklebt werden. Ja. Mary Leakey übrigens hat noch andere interessante Funde gemacht, und zwar vor allem diese Fußabdrücke hier in Laetoli, das ist auch am Südrand der Serengeti, ein bisschen weg von Olduvai, von der Olduvai-Schlucht. Das sind also hier in einem Vulkan, in einer vulkanischen Asche, hier sind solche Fußabdrücke, ja. Aber die sind auch mit vulkanischen Aschen zugedeckt. Deswegen kann man sie radiometrisch datieren, ja, auf 3,6 Millionen Jahre. Und also es gibt Bücher, da sieht man hier einen Erwachsenen und hier ein Kind. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man hier doppelte Zehen- und Fersenabdrücke. Also hier sind drei dieser Vormenschen, wie wir sie nennen, ja, aufrechtgehend dahergekommen vor 3,5 Millionen Jahren. Also diese Vormenschen, die werden zusammengefasst unter dieser Gattung Australopithecus. Der Begriff kommt von Raymond Dart. Er hat sich also nicht so genau getraut, das Ganze Mensch zu nennen. Also Australo heißt südlich und Pithecus Affe, also ist lateinisch und griechisch gemischt, dieses Wort. Und wir stammen ja auch nicht von den Affen ab, sondern die heute lebenden Menschenaffen. Und wir haben einen gemeinsamen Vorfahren, ja, so muss man das ausdrücken. Und irgendwo auf dieser Linie von dem letzten gemeinsamen Vorfahren zu uns, so hat er gesagt, das sind die angesiedelt und so sehen wir das heute immer noch. Das sind die sogenannten Vormenschen. Es gibt ein Skelett dazu, wo immer gesagt wird, das ist fast vollständig. Ja, ist es aber ehrlich gesagt nicht. Das sind 30% vorhanden, diese berühmte Lucy aus Äthiopien. Aber was links fehlt, ist rechts da. Das ist ganz gut, da kann man das hin und her spiegeln. Ja. Der Körper ist ja einigermaßen symmetrisch im Skelett. Da hat man schon 60%, den Rest denkt man sich dann dazu und dann stellt man fest, also das Wesentliche an diesem Fossil ist, dass die Beine relativ kurz sind. Ja? Die Arme sind so lang wie bei uns heute, aber die Beine sind viel kürzer. Denn der Beginn des aufrechten Gangs, das waren nicht etwa die langen Beine, sondern es waren lange Arme. Ja? Die Beine haben sich erst, nachdem der aufrechte Gang entstanden ist, dann verlängert, um den aufrechten Gang eben energetisch günstig zu gestalten. Ja? Zu optimieren. So, und
Wenn wir jetzt fragen, woher kommt denn diese Konstruktion, diese biologische Konstruktion, evolutiv, dann können wir zurückgehen 13 Millionen Jahre. Und da haben wir Hinweise auf die allerersten Menschenaffen, von denen wir auch abstammen. Interessanterweise sehen Sie schon an dem Artnamen hier, Catalaunicus, Pyrrhalopithecus Catalaunicus, kommen die aus Katalonien, die kommen gar nicht aus Afrika. Ja, der Grund ist zweierlei, vor 15 Millionen Jahren ist die afrikanische Platte und die iberische Platte sind kollidiert. Also das ist so eine Kollision, 3 Zentimeter im Jahr. Ne? Also wir sagen halt, die sind zusammengeknallt, aber mit 3 Zentimeter im Jahr. Das aber ist auch sowas, wenn Sie daneben stehen, würden Sie ja nicht sehen, ja. So wie ich vorgesagt mit den Generationen. Das ist ungefähr so, wie Ihre Fingernägel wachsen. Ja, wenn Sie drauf gucken, sehen Sie nichts. Ja, wenn Sie in 3 Monaten drauf gucken, sehen Sie schon was. Und so können sich natürlich, das wissen Sie, Erdkrustenplatten verschieben. Und da gab es eine Landverbindung zwischen Afrika und der Iberischen Platte. Und dann sind, oder auch Europa, und dann sind sehr viele Menschenaffen aus Afrika ausgewandert. Zu der Zeit, als es relativ warm war hier im Gebiet, es gab auch hier im Raum Menschenaffen, die hier gelebt haben. Ja. Und natürlich sind deren Vorfahren aus Afrika und letztendlich ist klar, die sind nur ausgewandert nach Spanien. Warum sie dort gefunden werden in Spanien ist, weil die Ablagerungsverhältnisse viel besser waren. Ja. Im tropischen Regenwald in Afrika hat zwar viel gelebt, aber es wurde nichts fossilisiert. Nicht, weil da nichts gelebt hat, sondern weil der Boden so sauer ist und dort nichts erhalten werden kann. Also insofern müssen wir auf Funde aus Spanien zurückgreifen, um zu wissen, wie unsere afrikanischen Vorfahren ausgesehen haben. Ja? Also was da wichtig ist an diesem Skelett, sind eigentlich nur 2 Punkte. Oder was besonders wichtig ist, das ist einmal dieser Wirbel hier. Das ist ein Lendenwirbel. Ne? Die Lendenwirbelsäule ist der Bereich, wo keine Rippen dran sind hier. Ja? Und der ist besonders mächtig und stark ausgebildet, dieser Wirbel. Das heißt, die konnten sich aufrichten in der Lendenwirbelsäule. Also nicht, dass die auf 2 Beinen gelaufen sind, aber sie konnten sich aufrichten, okay? Und das andere sind diese Fingerknochen hier. Also bei hangelnden Menschenaffen sind die leicht gebogen, ja? Und bei denen sind sie gerade, daraus schließen wir, die sind nie gehangelt, ja? Und daraus schließen wir weiterhin, das Hangeln, was wir heute haben bei den Menschenaffen, das ist völlig unabhängig mehrmals voneinander entstanden, hat mit unseren Vorfahren nichts zu tun. Unsere Vorfahren sind nie durch die Bäume gehangelt. Sie haben sich allerdings, um Schutz zu finden, wahrscheinlich auf Bäume, natürlich auf Bäume begeben. Die Bäume sind dann der einzige Schutz, den sie haben. So, und das ist also sozusagen der allerälteste Ausgangspunkt für unsere eigene Entwicklung. Die haben gelebt im tropischen Regenwald Afrikas. Und jetzt ist die Frage, wie ist denn dann aus denen hier 6 oder 7 Millionen Jahre später der aufrechte Gang entstanden. Ja? So, also dazu muss man wissen, dass Afrika bis vor, sagen wir mal, 8 bis 10 Millionen Jahren komplett von der Westküste bis zur Ostküste einen tropischen Regenwald hatte. Der ging hier lang, ja? Von hier bis hier alles tropischer Regenwald. Und das war der Lebensraum dieser Menschenaffen. So, und nun sind 2 Dinge passiert. Das eine ist, also am Ende vom Miozän, ja, gab es eine weltweite Klimaabkühlung. Ja. Hat dazu geführt, dass in Europa die Menschenaffen ausgestorben sind. Hat auch dazu geführt, dass in Afrika sich der tropische Regenwald sehr stark zurückgezogen hat. Und zwar auf das Gebiet, wo heute ist. Was auch noch passiert ist, ist nämlich, dass, was gleichzeitig passiert ist, dass sich der afrikanische Graben entwickelt hat. Das ist ein Grabensystem, das geht vom Jordangraben über das Rote Meer hier bis nach Mosambik. Und Sie wissen ja, wo Graben sind, geologische Grabenstrukturen sind auch Grabenschultern. Ja, also wir haben das ja hier am Rheingraben, also Odenwald und was ist da jetzt auf der anderen Seite? Pfälzerwald, genau, und Schwarzwald und Vogesen. Also das sind die Grabenschultern. Hier ist es eigentlich geologisch genau. Hier sieht es genauso aus. Ja? Nur, dass eben hier keine großen Autobahnen da durchführen. Und dass hier eben die Grabenschultern auch ein bisschen höher sind, also 5000 Meter, Rovenzori und so weiter. Und das hat dann sozusagen
den Regenwald noch stärker im östlichen Afrika zurückgedrängt, sodass er dann durch die Klimaabkühlung, Grabenbildung und so weiter auf den Bereich zusammengeschrumpft ist, wo er heute ist. Ja? So, und da drumherum, dieses ganze Gebiet hier, das sind 5 Millionen Quadratkilometer, und da ist jetzt was entstanden, was bis heute eines der größten zusammenhängenden Ökosysteme der Welt ist, nämlich die afrikanischen Savannen. Ja? So. Wenn man Savanne hört, da denkt man an Gras. Ja, stimmt, in der Savanne ist immer irgendwo Gras, aber es waren am Anfang keine Grassavannen. Ja, Grassavannen, das ist ein Spezialfall. Normalerweise sind Savannen, sind baumbestandene Savannen, buschbestandene Savannen. Das hat sich hier ausgebildet mit sehr vielen Wasserflächen hier. Und in diesem Gebiet, ja, da ist der aufrechte Gang entstanden. Warum? Weil diese Menschenaffen, die hier gelebt haben, ja, die waren ja dann an den Rand ihres Verbreitungsgebietes gedrängt und mussten vor allem neue Nahrungsquellen erschließen. Ja, die Nahrungsquellen aus dem tropischen Regenwald, die standen dann nicht mehr zur Verfügung, die Früchte und so weiter. Also man musste an Nahrung kommen, die dem gleichkam. Ja, Omega-3-Fettsäuren und so weiter. So, wo hat man die gefunden? Höchstwahrscheinlich in Gewässern. Ja. Es war höchstwahrscheinlich aquatische Nahrung, denn diese Usos, die es hier gibt, Usos, Underground Storage Organs, also Knollen, die man in den Savannen findet, die waren überhaupt noch nicht nutzbar. Die wurden erst nutzbar, als dann zufällig das Feuer da drüber ist und die gerüstet wurden und so weiter. Am Anfang war es wahrscheinlich Nahrung aus Gewässern. So, und wenn Sie jetzt nochmal überlegen, was ich vorher gesagt habe, und dann sage ich noch eine Sache dazu. Die konnten sich aufrichten, ja, haben Nahrung in Gewässern gesucht, und was man noch dazu wissen muss, ist, Menschenaffen können nicht schwimmen. Ja. Können es lernen, aber können es nicht von alleine. Also wenn sie, ne, deswegen, wenn sie mal in so einen Zoo gehen, wo Schimpansen sind, da ist halt nur so ein Wassergraben, die kommen da nicht durch. Ja. Das heißt also, wenn man jetzt nicht schwimmen kann, man kann sich aber aufrichten, man sucht Nahrung in Gewässern, dann ist eigentlich... ist ganz klar, und so Versuche gibt es auch, wenn man einen Schimpansen nimmt zum Beispiel, ne, die haben ja, ne, die laufen ja ab und zu mal aufrecht, fakultativ auf zwei Beinen, wenn sie was tragen. Wenn sie die ins Wasser, wenn die in Wasser gehen, ja, und das Wasser geht bis hier, dann laufen die ganz normal auf zwei Beinen rum den ganzen Tag. Ja. So, das heißt also, der aufrechte Gang ist höchstwahrscheinlich, ja, entstanden, weil diese Menschenaffen, die nicht mehr im Wald gelebt haben, sondern in der Savanne, dann in Gewässern Nahrung gesucht haben. Ja? So, das ist für mich eigentlich die überzeugendste Erklärung zu diesem Aufrichten. Es gibt übrigens da 10 verschiedene Hypothesen dazu. Ja? Ich könnte Ihnen auch alle 10 nennen, aber die sind alle nicht überzeugend. Das ist die sogenannte Uferhypothese übrigens. Es gibt auch noch eine Wasserhypothese zum aufrechten Gang. Die ist auch noch, die spielt aber im Roten Meer. Da wird gesagt, unsere... Ja, 2 Millionen Jahre unserer Geschichte haben unsere Vorfahren im Roten Meer verbracht. Also dafür gibt es überhaupt keine Hinweise. Aber es gibt Hinweise, zum Beispiel in unserem Unterhautfettgewebe, was genauso aufgebaut ist wie bei wasserlebenden Säugetieren, dass tatsächlich das Wasser eine große Rolle spielt für unsere Evolution. So, und jetzt ist es so, dass jetzt, ne, wenn man diese 5 Millionen Quadratkilometer hat, jetzt muss man ja fragen, gibt es denn dafür Belege überhaupt? Ja, gibt es. Es gibt also bisher drei Funde, der Ororin, der berühmte Millenniumman aus Kenia, dann Ardipithecus Kadaba und Sahelanthropus tschadensis, die dieses geologische Alter haben und die genau aus diesem Bereich kommen. So, und jetzt gibt es Riesendiskussionen, ja, wer war denn jetzt der den aufrechten Gang erfunden hat? Ja? Also die sind alle aufrecht gegangen, hier sieht man es am Oberschenkelhals, hier an den Langknochen. Woran man es hier sieht, wissen Sie, also an der Lage des Foramen Magnum, also an der Ansatzstelle des Rückenmarks, die sind alle aufrecht gegangen. Ja. Man sucht immer nach dem Missing Link, was ja sowieso ein seltsamer Begriff ist, weil wenn das mal gefunden wird, ist es nicht mehr Missing. Ja. Also dieses Missing Link gibt es überhaupt nicht. Das ist meine Meinung dazu, sondern der aufrechte Gang ist überall in diesen 5 Millionen Quadratkilometern entstanden. Wir haben jetzt noch keine Funde von hier, auch noch keine von hier, aber letztendlich gehe ich davon aus, dass einfach dieses Gebiet, dieses gesamte Gebiet der Entstehungsbereich des aufrechten Gangs war. Gut, und hier sehen Sie einen wartenden Gorilla, die gibt es durchaus. Ja.
Was dann entstanden ist, vor ungefähr 4 Millionen Jahren, waren diese Vormenschen, die wir vorher besprochen haben. Da gibt es die Gattung Australopithecus, gibt es eine andere Gattung, aber das ist völlig unwichtig. Wichtig ist, es sind Vormenschen, die alle aussehen wie Menschenaffen, nur mit zwei wesentlichen Unterschieden. Ja? Das eine ist, sie gehen aufrecht. Ja? Also das Gehirn ist nicht größer als bei Menschenaffen, überhaupt nicht. Sie haben nur den aufrechten Gang. Übrigens hier, die Nahrungsaufnahme war individuell, also Hinweise für Nahrungsteilung. Das kommt viel später, das kommt erst vor ungefähr 2 Millionen Jahren. So, also aufrechter Gang am Rande des tropischen Regenwalds und so weiter. Und es gibt noch einen anderen Unterschied. Den sieht man hier, beziehungsweise an dieser Stelle hier, sieht man etwas nicht, was man bei Menschenaffen sehen würde, nämlich die großen Eckzähne. Ja. Wir wissen inzwischen, dass gleichzeitig mit der Entstehung des aufrechten Gangs die Eckzähne reduziert wurden. Wir haben nämlich Fossilien aus dieser Zeit mit reduzierten Eckzähnen. Was bedeutet das? Das heißt, die Eckzähne hatten keinen Selektionsvorteil mehr, deswegen wurden sie reduziert. Ja, das geht ganz schnell in der Evolution, weil das kostet die Energie, die aufzubauen. Also wenn die für nichts mehr notwendig sind, ja, dann sind die verschwunden. Und wofür sind Eckzähne da? Bei den Menschenaffen, das ist also, da geht es um Monopolisierung von Weibchen, wie man so schön sagt. Das heißt also, das sind Aggressionsmerkmale. Wir wissen inzwischen, dass Aggression durch Attraktivität ersetzt wurde, weil es immer Weibchen sind, die wählen. Die Attraktivität, die entstanden ist, das sind die Wangenknochen. Ja? Also die Eckzähne werden reduziert, die Wangenknochen werden verbreitert. Und es gibt jetzt sogar Kollegen, die daraus irgendwas wie Paarbindungen daraus schließen. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber ich würde schon sagen, dass natürlich der Abbau der Aggression, Zunahme von Kooperation, also von intensiver sozialer Kooperation, am Anfang der Menschwerdung stand, ja? Was durch die fehlenden Eckzähne angedeutet wird. Okay, diese Menschen, Vormenschen, wie wir sie nennen, hatten, wie gesagt, ein Gehirn, das war nicht größer als bei Menschenaffen. Ja? Und das waren Vormenschen, die haben gelebt, praktisch über ganz Afrika verteilt, vor 4,5 Millionen Jahren, 4 Millionen Jahren, 3,5 Millionen, 3 Millionen, also vor 3 Millionen Jahren hatten sich auch bis ins südliche Afrika ausgebreitet, ins westliche, ins nordöstliche. Also die waren praktisch mit einer panafrikanischen Verteilung auf diesem Kontinent vorhanden. So, und jetzt kann man sagen, aber da muss doch jetzt irgendwas passiert sein, weil das sind ja noch keine Menschen. Also wie ist denn jetzt die Gattung Mensch entstanden? Ja, also wenn man alles hätte, alle Fossilien von allen Individuen, die mal gelebt hätten, wäre das natürlich ein Kontinuum. Ja? Allerdings nicht eins von einem Ausgangspunkt zu einem Endpunkt, sondern wie wir heute wissen, das ist eine Verteilung. Wir hatten immer viele unterschiedliche Menschenarten, die nebeneinander gelebt haben. Dass es nur eine Menschenart gibt auf der Welt, das gibt es erst seit ungefähr 40.000 Jahren. Davor gab es immer verschiedene. Ja? Deswegen, was ich Ihnen jetzt zeige, das sind 7 Millionen Jahre in 20 Sekunden. So hat das natürlich nicht stattgefunden. Aber wenn man einen Morph macht, ja, nur mal um zu sehen, was eigentlich zeitlich passiert ist, dann stellt man fest, also ganz am Anfang, das ist der Ausgangspunkt, bei den Menschenaffen werden die Eckzähne reduziert. Ja, dann stellt sich das Gesicht gerade. Ja, das Kleinhirn wird nach unten vergrößert. Das Kleinhirn macht die Motorik, ist auch für die Sprache wichtig. So, dann verschwinden die Augen überwillst und erst ganz zum Schluss entsteht das große Gehirn. So. Die Frage ist, wo kann man jetzt eine Grenze machen in dieser Entwicklung, wo man sagen kann, hier fängt der Mensch an. Biologisch kann man jetzt in verschiedener Weise fragen. Also ich will das Ganze mal biologisch und kulturell untersuchen. Also. Es gab nämlich eine Phase in der weiteren Entwicklung. Wir waren ja eben bei 7 Millionen Jahren, wo der aufrechte Gang begonnen hat. 4 Millionen Jahre waren die überall verteilt über Afrika. Und dann gab es eine sehr spannende Phase von ungefähr 200.000 Jahren. Ja?
zwischen 2,6 und 2,4 Millionen Jahren. Das sind 10.000 Generationen. Ja? Und innerhalb von diesen 10.000 Generationen haben sich plötzlich, das ist nämlich schnell 10.000 Generationen, haben sich plötzlich aus diesen Vormenschen zwei völlig unterschiedliche Menschengruppen in Afrika gebildet. Einerseits die sogenannten Nussknackermenschen, werde ich nachher drauf kommen, was das bedeutet. Ja. Und andererseits die ersten Urmenschen. So. Und wenn ich sage plötzlich, dann meine ich wirklich plötzlich, innerhalb von 10.000 Generationen, vielleicht auch 8.000, 9.000, also sehr rasant. So, warum? Was ist da passiert? So, auch da haben wir einen Zusammenhang mit dem Klima rekonstruieren können. Ich habe Ihnen ja beim Beginn des aufrechten Gangs gesagt, es gibt einen Zusammenhang mit dem Klima. Das Klima wirkt aber nicht direkt natürlich auf diese Menschen, sondern indirekt. Also Klima wirkt auf die Lebensräume. Die Lebensräume ergeben dann unterschiedliche Nahrungsgrundlagen und so weiter. Das heißt also, es ist eine indirekte Wirkung. Aber wir haben auch in Afrika, also in den letzten 8 Millionen Jahren, seit der Abkühlung am Ende vom Miozän, haben wir Jahreszeiten. Ja? So. Und diese Jahreszeiten, die haben unterschiedliches Nahrungsangebot. Ja? Also hier im Raum, in Mitteleuropa, haben wir ja auch Jahreszeiten. Hier ist es kalt und warm. Dort ist es nicht kalt und warm, sondern es ist trocken und feucht. Ja? So. Und in diesen Regenzeiten, also in den feuchten Jahreszeiten, ist das Nahrungsangebot komplett anders als in den Trockenzeiten. Also in Regenzeiten gibt es Insekten, Blüten, Blätter, Früchte, kleine Säugetiere, die man finden kann. In den Trockenzeiten ist das Nahrungsangebot dann reduziert auf hartfasrige, im Wesentlichen hartfasrige und hartschalige Nahrung. Ja? So. Und was diese 200.000 Jahre auszeichnet, das wissen wir aus geologischen Untersuchungen, ist, dass zu diesem Zeitpunkt an vielen Stellen in Afrika die Regenzeiten fast völlig ausgefallen sind. Ja? Fast völlig ausgefallen. Es gibt andere Gebiete in Afrika, wo es dafür viel mehr geregnet hat. Ja. Aber was passiert ist in den Gegenden, wo die Regenzeiten ausgefallen sind, ja, da ist natürlich das Nahrungsangebot hat sich völlig verändert. Ja. Naja, es hat sich nicht verändert. Es war die hartfasrige, hartschalige Nahrung war ja vorher schon da, aber das war dann das Einzige, was zur Verfügung stand. So, und wir haben, weil wir ja nicht nur Menschen da untersuchen, Vormenschen, Frühmenschen, sondern auch die Tiere, die da gelebt haben. Wir wissen, dass alle diese Tiere, alle Säugetiere damals angefangen haben, einen dicken Zahnschmelz zu entwickeln. Ja. Dicker Zahnschmelz heißt eben, besser mit solcher hartfasigen, hartschaligen Nahrung umzugehen. Das machen die Schweine, das machen die Antilopen, das machen viele andere Tiere. Ja. So. Was machen die Menschen? Die reagieren auch darauf. Das ist ein evolutiver Prozess. Ja. Also Evolution funktioniert ja so, von Generation zu Generation gibt es eine Weiterentwicklung. Und dann, wenn man einen bestimmten Selektionsvorteil hat, wie das heißt, dann hat man eben mehr Nachkommen. Ja? Also die, die jetzt zufällig einen dickeren Zahnschmelz haben, die können sich besser fortpflanzen. So ist das. So, und bei den Menschen ist Folgendes passiert. Da hat sich, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit eine biologische Konstruktion entwickelt, nämlich diese hier, die sogenannte Nussknacker-Konstruktion. Ja? So, das sind also, die haben sehr breite, die Schädel, die haben ein sehr breites Gesicht, kräftige Kiefer, riesige Zähne, dreimal so groß wie bei uns heute oder 2,5-mal so groß. Und sie haben diesen Knochenkamm da oben. Ja? Das heißt also hier, ne, sitzt die Kaumuskulatur an der Seite, ja? Können Sie auch fühlen bei sich, die müsste hier irgendwo aufhören bei Ihnen. Und bei denen entwickelt die sich, wie gesagt, innerhalb von ein paar tausend Generationen, bis auf den Schädel stößt sie in der Mitte zusammen. Ja? Und dadurch entsteht dieser Knochenkamm. Ja? Das ist also ein riesiges Muskelpaket, ja? Was hier entsteht. Das haben wir heute ja auch bei den Tieren, die nicht mehr Raubtiere heißen dürfen, weil das nicht mehr politisch korrekt ist. Die rauben ja nichts, die heißen Beutegreifer. Also die haben heute, die haben riesige Muskelpakete, ja. Also wenn Sie mal so einen Hund angucken oder so riesige Muskelpakete. Und die können dann dadurch, und das haben die auch nur kombiniert mit großen Zähnen, und das ist dann ein regelrechtes Nussknackergebiss. Ja? So. Das ist die biologische
Antwort auf die Herausforderung, also evolutiv, biologische Antwort auf die Herausforderung, hat fasrige, hartschalige Nahrung. Ja? So. Und die haben sich übrigens dann lustig weiterentwickelt. Die haben also, die sind dann irgendwann später ausgestorben. Aber die haben mindestens 1,5 Millionen Jahre lang weiter existiert. So. Gleichzeitig, genau im selben Zeitpunkt, genau in diesen selben 10.000 Generationen, ist aber eben noch eine andere Lösung entstanden für diese Herausforderung, hat fasrige, hartschalige Nahrung. Ja? Und diese Lösung, das ist was ganz anderes. Es ist keine biologische, sondern eine kulturelle Lösung. Das sind nämlich die ersten Steinwerkzeuge. Auch die kommen genau aus diesem Zeitraum. Ja? So, und das, wie gesagt, das ist die biologische Entwicklung. Und da wird ja auch Information weitergegeben. Muss ja Information weitergegeben werden von Generation zu Generation. Das läuft über die Gene. Ja? So. Hier wird auch Information weitergegeben von Generation zu Generation. Und das geht letztendlich über die Sprache. Ja? Gut, erstmal Nachahmung, dann Sprache. Also wir haben ja keine fossile Sprache, aber es gibt durchaus Hypothesen, die sagen, okay, je komplexer die Steinwerkzeuge werden, desto komplexer wird auch die Sprache. So, und was hier eben auch passiert, ist, dass zum ersten Mal Information extern gespeichert wird, außerhalb vom Gehirn. Ja, denn wie die Steinwerkzeuge gemacht sind, sagt ja etwas darüber aus, wofür sie benutzt wurden. Ja, das heißt, zum ersten Mal externe Informationsspeicherung. Das sind die ersten Betriebssysteme hier. Ja. Allerdings, die waren sehr lange stabil. Ja. Also wenn Sie mal so ein Betriebssystem vergleichen, das ist ja nach 3 Jahren schon wieder out. Hier, die waren 1 Million Jahre lang stabil. Und dann sozusagen wird die kulturelle Evolution immer schneller, ja, einfach weil eben auch Information weitergegeben wird, nicht nur von Generation zu Generation, sondern auch zwischen Individuen, zurück in Generationen und so weiter. So, das ist nun die kulturelle Entwicklung, das ist die biologische Entwicklung. Und seit dieser Zeit haben wir für den Menschen eben nicht nur eine biologische Entwicklung, sondern eben auch eine kulturelle. Und deswegen nennen wir das Ganze biokulturelle Evolution. Und vielleicht mögen Sie das Wort Evolution nicht für kulturelle Entwicklung, dann sagen Sie was anderes. Aber es ist halt eine Entwicklung, ja, die hier anfängt und die man auch nicht voneinander trennen kann. Also Sie können die Technik, ne, viele wollen ja Technik und Mensch, das passt nicht zusammen, natürlich passt das zusammen. Hier fängt es an, das ist, kommt aus einem gemeinsamen Zusammenhang heraus. Und das ist der Beginn von der Unabhängigkeit, einer zunehmenden Unabhängigkeit von der Umwelt. Ja? Das beginnt hier. Aber gleichzeitig beginnt natürlich was anderes. Das wird ja teuer bezahlt, diese zunehmende Unabhängigkeit von der Umwelt. Nämlich mit was? Mit einer zunehmenden Abhängigkeit von der Technik. Ja? So, und wenn jetzt hier der Strom ausfällt, dann sind wir alle erledigt. Ja, das beginnt hier. Ja? Okay. Also, diese biokulturelle Evolution ist dann eigentlich der treibende Faktor. So, und eine Definition, wann Mensch beginnt, ist eben, wenn diese kulturelle Evolution beginnt. Ja, das heißt aber nicht, dass die Vorfahren nicht irgendwie schon Werkzeuge benutzt haben. Wir wissen ja, Schimpansen benutzen auch Werkzeuge, stellen sogar welche her. Der wichtige Punkt hier ist, dass hier die Information über diese Werkzeuge, über die gesamte Population weitergegeben wird und gemeinsam weiterentwickelt wird. Ja, unter dem Druck dieser Umweltverhältnisse passiert das zum ersten Mal in dieser Zeit. So, und relativ schnell, ja, passiert dann auch, verlassen dann diese Menschen zum ersten Mal Afrika. Also ich will nur noch mal kurz zusammenfassen. Also wir haben den Beginn der Menschwerdung hier rund um den tropischen Regenwald, ja, und dann vor 3,5 Millionen Jahren und bis 3 Millionen haben wir die ersten Ausbreitungen dieser Vormenschen über ganz Afrika, also ins östliche, nordöstliche, ins westliche Afrika, auch ins südliche Afrika. Und wir können das rekonstruieren dadurch, dass wir die Biomverschiebungen, also wir untersuchen auch die Lebensräume, wie sich die verschieben. Wir haben da verschiedene Expansionen rekonstruieren können. Es entstehen die ersten Menschen hier, ersten Frühmenschen.
oder Urmenschen im tropischen Bereich. Dann gibt es hier so ein paar Wanderungsbewegungen vom südlichen ins östliche Afrika. Und dann zum ersten Mal vor 2 Millionen Jahren, da breiten sich dann diese Nussknacker-Menschen in südliche Afrika aus. Und die Frühmenschen verlassen zum ersten Mal Afrika. Also da sagt man dann die erste Auswanderung. Ja? Aber so eine Wanderung ist natürlich auch nichts gewesen, wo jetzt da irgendwer beschlossen hat, wir gehen jetzt nach Südostasien oder so, sondern das sind, wir nennen das auch nicht Wanderungen, das sagen, andere Leute nennen das Wanderung, wir nennen das Expansion, ja. Denn das ist ja ganz langsam gegangen, also wir rechnen so mit 5 Kilometer pro Generation, ja. Also immer an den Küsten entlang und so. Gut, also wenn Sie mal jetzt denken, von hier da nach Java, das sind 10.000 Kilometer, also 5 Kilometer pro Generation, das sind dann also 2.000 Generationen mal 20 ist 40.000 Jahre, das ist ja nichts, sage ich jetzt mal für unsere Verhältnisse, also für, im geologischen Sinne ist das nichts, das ist so wenig, das sehen wir zum Teil gar nicht in den Schichten, ja. Also 2.000 Generationen hat man halt gebraucht und natürlich, dann wird man immer gefragt, wie kam die denn darüber, hier oder hier? Naja, also dann sitzen die halt mal an der Küste für 10 Generationen oder für 20 oder für 100, ist eigentlich egal in der Rechnung, ja? Bis dann mal einer da einen Floß baut und darüber geht. So, also das ist eigentlich überhaupt ganz einfach zu, also ganz einfach zu erklären. Und die erste Expansion ging also ins südöstliche Asien, Richtung Java und hier in den Bereich des Kaukasus, im Südkaukasus, waren die ersten Europäer, haben die ersten Europäer gelebt. Da gibt es eine Fundstelle in Georgien namens Dimanisi, die das sehr gut dokumentiert, vor 1,8 Millionen Jahren. Ja? So. Mitteleuropa war ja in den Eiszeiten da nicht so gut für Besiedlung, also es gibt die frühe Besiedlung vor 1,6 Millionen Jahren, auch hier in Südspanien, in Italien und so weiter, also im Südrand von Europa und dann im Kaukasus. Die erste Besiedlung Mitteleuropas, wissen wir nicht, wann das war, ja, kann natürlich auch schon länger her sein, kann vielleicht auch schon vor 1,6 Millionen Jahren erfolgt sein. Wir haben auf jeden Fall die ersten Hominidenfunde, also die ersten Funde, Nachweise für menschliche Reste, ja, vor ungefähr 800, 700.000 Jahren und zwar von einer Fundstelle namens Mauer, ja, bei Heidelberg, also in Heidelberg im Telefonbuch stand jahrelang drin, es steht leider nicht mehr drin, dieser Unterkiefer wurde gefunden in einer Mauer bei Heidelberg, ja. Aber es war natürlich nicht in einer Mauer bei Heidelberg, sondern in der Ortschaftenmauer bei Heidelberg. Ja. Und dieser Unterkiefer übrigens von 1907 hat durchaus auch dazu beigetragen, ja, die Engländer noch mal nervös zu machen. Ja. Ich habe Ihnen ja gesagt, die Fälschung war von 1912, 1913. Es gab dann in Frankreich eine Fälschung 1909 und so weiter. Also das war aber keine Fälschung, das ist ein tatsächlicher Fund. Das ist richtig. Und da wurde dann gesagt, das ist Adam. Adam kam also nicht irgendwoher, ne, sondern aus dem Badischen auch noch. Ja. Inzwischen haben die Schwaben wieder die Nase vorne, weil die älteste Kunst angeblich aus dem Schwäbischen kommt. Ja gut, also gut, die Baden haben auch das Auto erfunden, die Schwaben, die Nähmaschine und so weiter. Da gibt es also eine, ich kann das sagen, ich bin selber Schwabe. Ja. Wobei man sagen muss, also dieser Wunsch, ja, den ersten Menschen zu beherbergen, ja, das war eigentlich immer eine ewige Diskussion. Und ich zeige Ihnen mal, was da so alles gefunden wurde, was dann so immer eigentlich für sich beansprucht hat, also der Ursprung der Menschheit zu sein. Also in Frankreich dann die Neandertaler Kapfer, das ist in Sambia 1921, Steinheim, dann Sangiran, dann China, dann Griechenland, Olduvai-Schlucht, dann Sangiran in Indonesien, Arago in Frankreich, Kopifora, die Funde von Richard Leakey, Bodo in Äthiopien, Westturkana, auch die Funde von Richard Leakey, dann Spanien 1992 und so weiter, Dimanisi, die Funde aus Georgien, dann Herto in Äthiopien und dann schließlich von der Insel Flores 2004 und dann nochmal Dimanisi. Also alle diese Funde aus den letzten 100 Jahren. Immer wurde gesagt, ja, das ist jetzt die Wurzel der Menschheit. So, jetzt können Sie natürlich anfangen, die alle anatomisch untersuchen und so weiter.
Wollen wir aber jetzt nicht machen, das dauert zu lang. Wir können die einfach ganz einfach einteilen. Fossilien haben immer zwei grundsätzliche Merkmale, die völlig unabhängig sind von der Anatomie. Das eine ist das geologische Alter. Ja, deswegen ist die Datierung so wichtig. Ja. Man kann übrigens Veröffentlichungen schreiben, nur weil man das Alter, wenn es sich das Alter geändert hat. Ja, der Fund ist immer noch derselbe. Also, jetzt sortieren wir die mal nach Alter, nach geologischem Alter. Und was sehen wir da? Ja, das sehen wir jetzt, dass unser Heidelberger hier, der ist irgendwo hier bei 500.000, 600.000 Jahren, der spielt überhaupt keine Rolle bei der, sozusagen bei der Wurzel der Menschheit. So. Das ist das eine, wie man Fossilien einteilen kann, nach geologischem Alter. So, das andere, wie man sie einteilen kann, okay, man kann sie auch nach Funddatum einteilen, klar. Das ist aber so, wie wenn man Bibliothek nach Farbe sortiert oder so. Also das andere, wo man sie noch sinnvoll einteilen kann, ist die geografische Lage. Ja, so, jetzt lassen wir das Alter gleich, das geologische Alter, ja, und sortieren die nach Geografie. Ja, so. Also wir haben jetzt links haben wir die Funde aus Europa, ja. Hier haben wir die Funde aus Afrika in der Mitte und hier haben wir die Funde aus Asien. So, und was sehen wir? Die ältesten Funde sind aus Afrika und das ist das Allerwichtigste. Wir brauchen die Funde aus Europa überhaupt nicht und auch nicht die aus Asien, um hier eine lückenlose Entwicklung bis zum Homo sapiens zu haben. Ja. Die Entwicklung in Afrika hin zum Homo sapiens ist lückenlos. Belegt. Ja. Homo sapiens entsteht dort vor 250.000 Jahren. Wir brauchen die Funde aus Europa nicht. Mit anderen Worten, natürlich wurde Europa besiedelt, aber es waren immer wieder Besiedlungen, die von Afrika ausgingen, ja, und die dann zum Beispiel irgendwann in Europa zu einer eigenen Menschenform geführt haben, die in Isolation hier gelebt haben, in relativer Isolation, das waren die Neandertaler. Ja, das war eine europäische Population. Genauso gab es Populationen in Asien, die auch unabhängig waren, übrigens bis vor 40.000 Jahren. Die Flores-Menschen auf der Insel Flores, weiß nicht, ob Sie die Story gehört haben, die haben ja ein ganz kleines Gehirn, ja, die Flores-Menschen, sehr kleines Gehirn. Aber das sind wahrscheinlich Inselphänomene. Ja. Es gibt ja auf Inseln, wissen Sie vielleicht, da gibt es ja Elefanten, die nur so groß sind, ja. Zwergelefanten, Zwergflusspferde und so, das war möglicherweise auch ein Inselphänomen, die Verkleinerung des Gehirns. Das gibt es heute auch, so will ich es nicht sagen. Also die Insel Mallorca, ja, will ich nur sagen. Nee, Moment, da kann man Verkleinerung vom Gehirn nachweisen. Nicht bei Homo sapiens, noch nicht, aber bei den Mallorca-Gämsen. Ja, da hat das aber 7 Millionen Jahre gedauert, deswegen gehen wir davon aus, dass also die Gehirnverkleinerung, dass das ein Prozess ist, der sehr lange dauert und möglicherweise sind diese Flores-Menschen schon sehr, sehr früh aus Afrika expandiert, vielleicht viel früher, als wir das bislang annehmen. Gut, so, mit anderen Worten, Homo sapiens entsteht in Afrika. So, biokulturelle Evolution, habe ich gesagt, also jetzt nochmal das kurz zusammengefasst, also nur schematisch, also ich müsste Ihnen jetzt hier nicht einen Stammbaum, also nicht eine Linie, auf gar keinen Fall eine Linie, also auch nicht mal einen Stammbaum, sondern einen ganzen Stammbusch aufmalen, damit Sie sehen würden, dass zu vielen Zeitpunkten mehrere Menschenarten nebeneinander gelebt haben. Ich will es aber ganz einfach machen, also so wie wir es gesagt haben, die Menschen, die Vormenschen, ja, entstehen vor 6 bis 7 Millionen Jahre, haben den aufrechten Gang. Da fehlen die Eckzähne. Und dann gibt es hier eine Aufspaltung, eine sehr drastische Aufspaltung vor 2,5 Millionen Jahren hin zu den Nussknackermenschen und dann hin zur Gattung Mensch mit Kultur. Übrigens, die Nussknackermenschen sind auch ausgestorben irgendwann, aber nicht, weil sie in Konkurrenz standen zur Gattung Mensch, sondern die waren überspezialisiert. Die standen in Konkurrenz zu den anderen spezialisierten Pflanzenfressern. Ja. Okay, und wenn wir uns jetzt ein paar Faktoren angucken noch, also Fortbewegung, Anatomie, Gehirn, Sozialverhalten, Kommunikation. Also was hier dargestellt ist, sind jetzt nur ein paar Faktoren rausgegriffen. Man kann da noch viel mehr nehmen. Also diese Balken hier, die sind ja zeitlich hier angeordnet, ne, von 6 Millionen bis 1 Million. Und die Breite der Balken soll bedeuten oder soll andeuten, was hier eigentlich passiert ist, wie viel sich verändert hat zu welcher Zeit. Ja? So.
Und Sie sehen das also zum Beispiel bezüglich fortbewegender Anatomie. Da sind die meisten Veränderungen passiert vor 6 Millionen Jahren und dann immer weniger. Ja? Und seit 250.000 Jahren haben wir uns nicht mehr verändert. Ja? Bezüglich fortbewegender Anatomie. Wo aber viel passiert ist, ja, ist also bezüglich Gehirn, Sozialverhalten, Kommunikation und Werkzeuge. Allerdings, wenn man die Faktoren einzeln betrachtet, dann wird man nie eine Grenze festmachen können. Nirgends, nie. Ja? Denn wenn Sie mal die Primaten angucken, die haben alle ein Sozialverhalten ausgeprägtes, haben alle Kommunikation, benutzen alle Werkzeuge. Primaten haben das relativ größte Gehirn gegenüber allen anderen Säugetieren. Mit anderen Worten, bei Einzelbetrachtung von diesen Faktoren wird man nicht zu einer Lösung kommen. Ja? Sondern es ist so, dass dann diese Faktoren hier, die haben sich überlagert, die Auswirkung der Faktoren vor ungefähr 200.000 Jahren haben sich überlagert und haben dann zu etwas völlig Neuem geführt, nämlich zu Homo sapiens. So. Und zwar in Afrika. So, und Homo sapiens hat sich dann, wie übrigens ja die Vorläufer schon, Frühmenschen haben sich ja schon aus Afrika ausgebreitet, auch Homo sapiens hat sich dann aus Afrika ausgebreitet, ist natürlich dann zum Beispiel in Europa auf die Neandertaler getroffen, die waren ja schon da, die waren ja von den früheren Auswanderern, haben sich hier entwickelt, die sind dann zusammengetroffen, aber die haben sich nicht gegenseitig die Schädel eingeschlagen. Es gibt Vermischungen, 4-5% übrigens auch, und Homo sapiens hat sich dann hier ausgebreitet, also bis vor 60.000 Jahren nach Australien. Es gab übrigens hier auch Vermischungen mit einer anderen Menschenart, die da gelebt hat, die sogenannten Denisova-Menschen. Da kann ich Ihnen aber gar kein Fossil zeigen, das gibt es nämlich gar nicht. Okay, es gibt einen kleinen Fingerknochen, die sind nur genetisch definiert. Ja. Okay, also natürlich gab es da auch ein paar Vermischungen. Also hier in Mitteleuropa hat Homo sapiens einen Anteil von 5% Neandertaler gehen. So vor 45.000 Jahren dann also nach Europa, dann nach Ostasien, vor 35.000 Jahren also an der Westküste von Amerika bis nach Südamerika und dann schließlich, weil Nordamerika da noch eisbedeckt war, da schließlich dann vor ungefähr 15.000 Jahren auch nach Nordamerika. So, wenn wir uns das mal überlegen, dann stellen wir fest, es waren riesige Ausbreitungen, ja, große Vermischungen, ja, notwendig, um überhaupt Homo sapiens hervorzubringen. Ja. Homo sapiens hat schließlich überall gelebt, auf der ganzen Welt. Und was war dann? Dann hat er das vergessen, wo er herkam. Ja. Hat er einfach vergessen. Also die in Amerika wussten das nicht mehr und die in Australien auch nicht und die in Europa auch nicht. Und deswegen gab es dann plötzlich, ja, ein Out of Europe. Ja? Und zwar wurden dann die anderen Kontinente wieder entdeckt. Ja? Da komme ich gleich dazu. Interessant ist daran nur, dass natürlich bei der Ausbreitung in unterschiedliche Regionen der Welt eins nicht gepasst hat. Und das war die Pigmentierung. Ja? Die Pigmente, die wir in der Haut haben, schützen uns vor UV-Strahlung, weil UV-Strahlung nämlich Folsäure zersetzt, was vor allem für Frauen wichtig ist, Folsäure in der Schwangerschaft. Das heißt, wir müssen uns schützen vor zu viel UV-Strahlung. Allerdings, wir brauchen auch UV-Strahlung. Warum? Für Vitamin-D-Bildung. Ja, das heißt also, der Schutz vor UV-Strahlung ist genauso wichtig wie genügend UV-Strahlung durch die Haut zu lassen. Ja, das ist ein ganz einfacher Zusammenhang, der ist sonnenklar, um das so zu sagen. Und wenn wir jetzt vergleichen, UVB-Strahlen sind das übrigens, deswegen nützt es auch nicht viel, wenn man ins Solarium geht. Also die UVB-Strahlung, ja, ist hier dargestellt, also die Intensität. Und wenn wir jetzt die Hautfarben dazu anschauen, ja, ist exakt so. Ja. Das heißt also, die Hautfarben hängen nur von dieser Gleichung ab. Nicht zu viel UV-Strahlen, weil sonst Folsäure zerstört wird, und nicht zu wenig, weil dann kein Vitamin D gebildet wird. Ja. So. Und so kamen die Hautfarben zustande letztendlich. Und auch das hat natürlich Homo sapiens vergessen, hat es gar nicht mitbekommen. Ja? Und so kam es dann also dazu, dass schließlich im späten Mittelalter
es plötzlich eine Bewegung gab, nicht out of Africa, sondern out of Europe. Ja? Und da wurden plötzlich die ganzen Menschen wiederentdeckt, ja, die sich da schon entwickelt hatten an anderen Stellen der Welt. Und dann waren die so seltsam, weil die waren dann dunkel oder die waren gelb oder so oder rot, dass man dann gesagt hat, okay, also die müssen erst mal lernen, wo die Menschheit entstanden ist. Und die Menschheit ist da entstanden, wo jetzt also alles super ist, und das ist in Europa. So, das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Und so kam natürlich nicht nur die Vorstellung, dass also die Wiege der Menschheit in Afrika ist, sondern auch die Begründung dafür, Geschichte ganz neu zu schreiben. Ja? Weil es wurde gesagt, in Afrika wurde nichts aufgeschrieben, also gibt es keine Geschichte. Geschichte ist ja nicht etwas, was automatisch da ist. Geschichte wird gemacht. Ja? Und wenn Geschichte gemacht wird, ja, dann wird sie halt so gemacht, wie die, die die Macht haben, sie haben wollen. So, und genau das ist natürlich auch in Afrika passiert. Ich will nur hier dazu sagen, wir haben jetzt Out of Europe, und auch da gab es natürlich Vermischungen. Aber wenn Sie sich angucken, was heute passiert, ja, heute haben wir natürlich globale Migrationshindernisse, ja, die aufgebaut werden. Im Wesentlichen dadurch, dass sich Wohlstandsgebiete abschotten. Ja. Also, ne, Nordamerika gegenüber Mexiko, hier Europa gegenüber Afrika, gegenüber den Osten, hier Südafrika schottet sich auch, aber Australien auch und so weiter. Und Sie wissen ja, oder Sie können sich denken, dass das vielleicht eine Generation gut geht oder zwei, aber natürlich nicht 100 oder 1000. Ja. Und übrigens einer, der das schon vor langer Zeit erkannt hat, war ein Anatom. Ich will Ihnen aber nur noch zeigen, wie man Wohlstandsgebiete erkennt, aber das wissen Sie vielleicht. Ja, durch die Frage, wie viel Licht ist da bei Nacht? Ja? Das sind alles die Wohlstandsgebiete. So, ich wollte Ihnen aber noch ein Zitat von Hermann Schaffhausen, ein Anatom aus Bonn. Der hat das schon, war übrigens auch einer, eigentlich wie Georg Forster, auch Blumenbach, die also eigentlich weitergedacht haben als viele anderen, ja, die nämlich gesagt haben, und das steht hier, dass die glücklichen Völker sind die Träger und Förderer der menschlichen Kultur geworden und so weiter, weil die menschliche Kultur einen umso höheren Aufschwung nimmt, ja, je mehr sie Gemeingut aller Völker der Erde wird. Okay? Das heißt also, nur durch sozusagen kulturellen Austausch weltweit, ja, kann eigentlich die Menschheit sich weiterentwickeln. Das war vorher so. Das wird in Zukunft so sein. Im Moment sagen wir, nein, wir wollen das irgendwie anders, oder manche wollen das anders. Okay, es wird nichts besser machen und es wird auch nicht dazu führen, dass die Menschheit sich weiterentwickelt. Okay, ganz zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Ja, in einer dieser Regionen, wo es so dunkel ist, da arbeiten wir. Ja. Und das heißt also auch für Forschungs- und Arbeitszusammenhänge ist es natürlich wichtig, ja, was man daraus macht. Also dieses Land, in dem wir arbeiten, will ich Ihnen nur sagen, das ist, kennt kaum einer, das ist, heißt Malawi, das ist also eins der Länder, das ist immerhin 1000 Kilometer lang, ja. Und vom wirtschaftlichen Zentrum bis dahin, wo wir arbeiten, sind 900 Kilometer. Ja, das heißt, wir sind ganz in der Peripherie dieses Landes angesiedelt. Und wir haben schon immer Wert darauf gelegt, unsere Forschungsergebnisse auch zu vermitteln. Denn, dass die Wiege der Menschen in Afrika ist, wenn ich das in Europa erzähle, werde ich ja noch manchmal seltsam angeschaut. Wenn ich das in Afrika erzähle, werde ich noch seltsamer angeschaut. Ja, denn natürlich ist die Wiege der Menschheit irgendwo Amerika. Da kommt Coca-Cola her und so weiter. So, das heißt also, dieses Weltbild zu verändern, das können wir durchaus mit unseren Arbeiten. Und es gibt, wenn Sie mal dahin kommen, sollten Sie das besuchen. Das gibt ein kleines Museum, das ist das Kultur- und Museumszentrum in Karonga, das ist in Nordmalawi, ja, was wir seit vielen Jahren mitgeholfen haben aufzubauen. Und da ist übrigens eine Ausstellung, da ist, sehen Sie auch einen Dinosaurier, die werden nämlich auch in der Gegend gefunden. Ja. Die Ausstellung heißt From Dinosaurs to Democracy, also ist alles Geschichte, ja,
von den Dinosauriern bis zur Demokratie. Wir haben jetzt gerade ein Projekt aufgemacht, wo wir die Diktatur in Malawi aufgearbeitet haben. Gut. Ich sage Ihnen das nur deswegen, weil da draußen, oder auch deswegen, da draußen liegen nämlich solche Folter. Wir machen einmal im Jahr, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, eine Reise dahin, um dieses Kulturmuseumszentrum zu unterstützen. Das ist immer im Mai oder im Juni nächstes Jahr, im Mai, die Folter liegen da draußen. Denn wenn Sie da mal hinfahren sollten, Sie können auch alleine hinfahren, ist gar nicht schwierig, das zu erreichen, in dieser Ausstellung dort in dem Museum sind auch Rekonstruktionen von diesen Urmenschen und Vormenschen drin. Ja. Also hier haben wir vier, das ist politisch auch korrekt gemacht, vier Männer, vier Frauen rekonstruiert. Ja. Also hier Lucy als Mann, hier Mrs. Pless, ja. Dann hier unser Nussknackermenschen, Homo erectus, die ersten, die ausgewandert sind, Homo habilis, dann die allerersten, die frühesten, ne, wo die Schnauze noch ein bisschen nach vorne ist, dann hier unsere ersten Urmenschen. Und Sie werden sehen, die meisten sind ja dunkelhäutig. Ne? Also wer in diese Ausstellung geht, der sagt, huch, die sind ja alle dunkelhäutig. Ja, genau so ist es. Die ersten, die hier hellhäutig sind, das sind die Neandertaler, ja, die dann in Europa angesiedelt waren. So, was wir nicht rekonstruiert haben, das sind natürlich Homo sapiens, ja, ist ja klar. Jeder, der da hingeht, ist ja selber Homo sapiens. Aber wenn Sie da hingehen, entweder mit unserer Tour oder alleine, dann haben wir da so eine Fototafel. Ja, die haben wir alle ausgeschnitten hier. Ja, ist ungefähr so groß. Und dann können Sie sich hier dahinter stellen, hier. Ja. Können da von hinten durchgucken und können sich dann mit Ihrer ganzen Familie da fotografieren lassen. So, vielen Dank.